Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing und ihr seht es hier schon flächenfüllend, ein riesiges Set steht uns heute bevor und zwar ist es die 71369 Bowsers Festung aus der Lego Super Mario Kooperation. Ab 8 Jahren ist das Set und ich kann euch sagen, das Aufbauen hat auf jeden Fall einiges an Zeit in Kauf genommen. Vor allem diese Bowser-Figur war gar nicht ohne aufzubauen, also die frisst mehr Zeit als man denkt und sprechen wir mal kurz hier schon mal auf dem Bild alles durch, damit ich es euch gleich nur noch erzählen brauche und ihr erkennt es vielleicht nicht mehr so gut, wenn es aufgebaut ist. Wir haben hier einmal einen Knochen trocken, also ein Skelett-Cooper. Hier haben wir eine Flamme, wir haben Fragezeichenblöcke und noch einen Geist. Und wie immer gab es hierbei keine klassische Anleitung mehr, sondern es wurde alles per App aufgebaut. Also seid euch bewusst, dass ihr wie immer ein Smartphone braucht. Und natürlich braucht ihr auch den jungen Mann hier, den Klempner Mario. Der ist nicht im Set enthalten. Dafür müsst ihr euch das Starter-Set holen, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Habe ich euch hier auch verlinkt. Und ja, hier sieht man auf der Rückseite nochmal die Funktion von dem Erweiterungsset. Es gibt Musik, es gibt ablaufende Zeit, es gibt wie gesagt den Fragezeichen-Block. Ihr könnt wie immer auf die Gegner draufspringen und ja, ich zeige euch erstmal, wie der ganze Spaß aufgebaut aussieht. Und so sieht das ganze Set in der Draufsicht aus. Bevor ich euch mal die Sachen im Detail zeige, spiele ich einmal mit meinem Helden Mario das Level für euch durch, damit ihr quasi von oben mal seht, was hier möglich ist. Natürlich braucht ihr auch am Anfang wieder eine Röhre, damit das Level starten kann, die Zeit beginnt. Und ihr fangt an und zack, haut ihr den Hot Heat weg, gebt schnell über die Lava und startet hier quasi den Kampf gegen Bowser. Dafür müsst ihr aber die Seiten besiegen, hier einen Knochen trocken, zack, wieder auf den Rücken gesprungen, dann könnt ihr den ersten Arm von Bowser, na, zack, hoch, schnell mal ein paar Münzen mitnehmen und er rutscht ein Stück runter. Reicht noch nicht, wir gehen auf die andere Seite und fliehen schnell vor dem Geist hier. Zack, springen auch nochmal drauf und holen uns ein bisschen extra Zeit, indem wir den zweiten Arm von Bowser hochhauen. Zack, und jetzt können wir wieder hier gegen Bowser kämpfen, der noch ein Stück weiter runterfällt. Ihr merkt schon, der Endkampf ist nicht ohne. Und zack. Am Ende liegt er flach. Noch ein paar Mal auf den Rücken gesprungen und ab in die Lava mit ihm. Level geschafft, Bowsers Festung eingenommen. So würde man das jetzt im Schnelldurchlauf durchspielen. Aber gucken wir uns erst einmal die Figuren an und beginnen mit den drei Lakaien von Bowser. Hier Hot Heat, den Namen, den ich gerade nochmal gelernt habe. Dann nochmal Boohoo, das Gespenst und Knochen trocken. Und ja, gut, Boohoo. Der Geist ist ein Viereck. Highlight, würde ich sagen, ist hier schon knochentrocken. Aber absolutes Highlight ist natürlich diese schöne Bowser-Figur, die mit beweglichen Armen daherkommt. Sie hat einen richtig coolen Kopf, der ist richtig cool gestaltet, muss ich sagen. Und allein diese Figur aufzubauen, hat schon ein paar Minuten in Angriff genommen. Also da ist man jetzt nicht in 5 Minuten mit aufgebaut. Sieht vielleicht gar nicht so komplex aus, wie es ist. Aber man sieht ja doch hier schon ein bisschen Liebe ins Detail gegangen. Hat natürlich auch den Code auf dem Rücken. Das kleine Schwänzchen ist beweglich. Das wäre wirklich eine Figur, die ich fast schon sage, kann man sich als Displayset einzeln in den Schrank stellen, weil die ist wirklich schön gestaltet. Im Vergleich zu den anderen Sachen, das sind halt Spielsets. Da wird sich kaum einer die Vitrine für ausräumen, um diese Sets dahin zu stellen, weil die auch vor allem Platz wegnehmen, wie man hier sieht. Und ich zeige euch aber nochmal die wichtigen Elemente des Sets einzeln. Und zwar der Kampf gegen Knochentrocken passiert hier auf diesem Turm. Der hat eigentlich nur diese simple Funktion, dass man ihn von links nach rechts schieben kann. Viel, viel mehr, meine ich, steckt er da gar nicht mehr dahinter. Man haut ihn in die Lava und aus und vorbei ist es mit ihm. Ein bisschen cooler ist schon die Mechanik auf der anderen Seite hier drüben bei Boohoo. Nicht Huibu, das ist das Schlossgespenst von Michael Bulli-Herbig, nicht verwechseln. Hier ist deutlich mehr Technik drin und ihr seht es ja auch schon, wenn ihr das hier dreht, dann verfolgt euch der Geist. Und ansonsten gibt es natürlich hier noch schön mit Flammen alles verziert. Das hier ist die coole Mechanik, wie man Bowser runterholt über die Brücke. Und ja, das ist der Stein-Bowser in der Festung. Nicht der kleine zum Spielen, sondern das ist das große technische, mechanische Highlight, was ihr hier bezwingen müsst.
Ihr müsst dafür sorgen, dass beide Arme hochfliegen, um da drunter die Codes zu aktivieren und dass Bowser über die Bretter runterrutscht, die Bretter, die die Welt bedeuten. Und nur so könnt ihr Bowser in die Lava stoßen, um ihn zu besiegen. Ist, glaube ich, mit das teuerste und größte Erweiterungsset, was es so gibt, aber macht wirklich Spaß. Die Frage ist natürlich nur, wie oft spielt man damit? Also ich bin jetzt eher der Freund von Display-Sets, von größeren Sets zum Hinstellen. Ich habe es ab und an mal getestet zu spielen, nach dem Aufbau, danach aber nicht mehr. Bin aber natürlich auch jetzt nicht die Zielgruppe. Hat es euch gefallen oder dem Nachwuchs? Was findet ihr gut an diesem Set, was nicht? Wie steht ihr überhaupt zu diesen Mario-Sets? Lasst es mich mal bitte wissen, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie gut ich sie finde. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören hier beim Unboxing und ja, viel Spaß mit Mario oder auch nicht.